Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Nerdfallmedizin. Philipp, es ist mir eine große Freude. Wir sind jetzt beim hochspannenden Thema Dialyse, also Nierenersatzverfahren. Und jetzt, ich weiß, sind schon alle ganz nervös und gespannt, endlich Teil 2, nämlich die Notfälle. Dialyse Emergencies, wie ich das gerne nenne. Ja. Bist du bereit, Philipp? Ja, ich bin bereit. Es tut mir auch leid. Teil 1 war ja eher so allgemeines Blabla und jetzt wollen wir ja doch mal wieder ein bisschen ans Eingemachte. Genau. Jetzt machen wir doch mal ein bisschen Notfallmedizin, genau. Oder? Also, fangen wir gleich mal an. Notfallmedizin. Also, so. Patient, das heißt Blutung und ihr kommt hin und das kommt eine meterweite Blutfontäne aus einem geplatzten Shunt entgegen. Eine akute Shuntblutung. Ja, das... Was macht man da? Also, zuallererst mal draufdrücken. Ja, wir drücken drauf. Das Gute ist, man kann normalerweise Shuntblutungen sehr, sehr gut komprimieren. Mhm. Die sind letztlich nichts anderes als kritische Extremitätenblutung. Auch die würde man ja mit einer lokalen Kompression behandeln. Und beim Shunt kommt man eigentlich ganz gut zu Rande. Beim Shunt muss man so ein bisschen aufpassen, weil der Shunt ist ja lebensnotwendig für den Patienten. Also der Patient muss ja dialysieren und so viele Möglichkeiten für Shuntanlagen gibt es nicht. Die sind irgendwann erschöpft. Das heißt, wenn ihr auf den Shunt draufdrückt, dann nicht ewig und auch mit einem Druck, der dem Shunt vielleicht auch noch ein bisschen Restfluss lässt, dass der Shunt sich nicht verschließt. Genau. Also aber Leben vor Shunt natürlich. Leben, ne? Vor Shunt, auf jeden Fall. Genau. Also bevor jemand verblutet, dann kriegt er auch, genau, kritische Extremitätenblutung, kriegt er halt auch ein Tourniquet. Genau. Ja? Aber tatsächlich muss man sagen, bevor ihr das Tourniquet, wenn ihr seht, der Patient blutet aus dem Shunt, bevor ihr das Tourniquet auspackt, drückt einfach mal ordentlich drauf, da kriegt ihr das meistens schon unter Kontrolle. Die viel wichtigere Frage ist, warum blutet ein Patient überhaupt mal aus dem Shunt? Na klar, es kann sein, dass er mit dem Küchenmesser abgerutscht ist und sich irgendwie in den Shunt reingesäbelt hat oder irgendwie blöd gefallen ist, also eine traumatische Shuntblutung, die gibt es. Häufig ist es aber so, dass vor allem infizierte Shunts bluten. Okay. Und ein Anzeichen dafür wäre zum Beispiel, dass der Patient euch dann sagt, oh ja, der Shunt war in letzter Zeit schon ordentlich gerötet oder wehgetan. Oder ihr merkt, die hygienischen Verhältnisse sind insgesamt irgendwie schlecht und der Patient hat auch ein bisschen Fieber. Worauf will ich hinaus? Wenn bei einer Shunt-Komplikation sollte man auf jeden Fall auch eine Klinik anfahren, die jemanden hat, der sich damit auskennt, also eine Gefäßchirurgie am besten, mhm, und am besten auch ein Dialysezentrum, weil der Patient wird ja im weiteren Aufenthalt auch dialysieren müssen. Und vielleicht auch nicht über den Shunt, je nachdem, wie der halt so drauf ist. Genau, und jetzt... Philipp, aber bevor wir jetzt zum nächsten Notfall kommen... Ich wollte noch was sagen zum Shunt. Oh nein, wollte ich dich noch was zum Shunt fragen. Ach so, was wolltest du mich dann zum Shunt fragen? Ihr merkt es ja. Hm. Also, Philipp, abseits der Blutung, die ja zum Glück nicht allzu häufig ist, zumindest so im Rettungsdienst habe ich das ganz, ganz selten erst erlebt, was muss man sonst noch bei Shunt-Patienten überhaupt beachten? Also was sind so wichtige Punkte? Vielleicht wenn der sonst ein anderes medizinisches Problem hat, ein Unterschenkeltrauma, ein Herzinfarkt, was auch immer. Ja, also ich meine, Dialysepatienten sind ja nicht bekannt für ihre hervorragenden Venenverhältnisse. Und so ein Shunt, der lockt ja einfach mal reinzustechen. Echt? So ein schönes, pralles Gefäß, da will man doch einfach mal eine orangene Promille mal reinstecken. Mal gucken, was passiert. Einfach mal drauf ankommen lassen. Aber bitte nicht, weil der Patient, der lebt von dem Shunt, wie schon gesagt. Und er lebt auch davon, dass er andere Möglichkeiten für den Shunt hat. Das heißt, bei Dialysepatienten, wenn es die Zeit zulässt, bitte versuchen, Blutabnahmen oder Venenverweilkanülen, also Pronülen oder Kanülen, in die Hand zu legen. Ja, oder in den Fuß. Aber, und zwar in die Hand dort, wo nicht der Shunt ist. Genau, und unbedingt den Shuntarm schonen. Und zwar in jedem Fall, also auch zur Blutabnahme auf gar keinen Fall an den Shuntarm ran. Warum? Erstens muss man stauen und das würde dem Shunt schaden. Und zweitens, da ist ja auch in den restlichen Venen ein ordentlicher Druck drauf. Das heißt, man hat da ganz schnell subkutane Blutungen, die sich gewaschen haben und der Patient könnte seinen Shunt verlieren. Und auch hier die Maria-Hilfsvene, die ja ganz viele Anästhesisten nehmen, oder die Anästhesistenvene, wie man sie auch immer nennen will, letztlich, wenn sich darüber eine Thrombophlebitis ausbreitet, dann ist der komplette Unterarm häufig, oder zumindest die da danach verlaufenden oder nachkommenden venösen Gefäße, sind alle für den Shunt für die Zukunft verloren. Mhm. Und die Chance sollte man dem Patienten lassen, zumindest wenn der Notfall jetzt nicht ganz so dringlich ist. Es ist natürlich was anderes, wenn der reanimationspflichtig ist, dann kann man auch mal in den Shunt reinstechen. Aber insgesamt würde ich sagen, genau, wenn man keinen venösen Zugang bei einem Patienten findet und der hat ein akutes, vitales Problem, dann würde ich bohren. Ja, genau. Dafür ist der ICLO da
Und man kann sich das, also ich stelle mir das immer so vor, der Patient mit dem Shunt, der ist quasi dort Arm amputiert. Da gibt's, den Arm gibt es einfach nicht, den nutzt man auch nicht. Und wenn der einen Zugang braucht und ich nichts anderes finde am Fuß und am Arm und irgendwo, dann kann man internasal viele Sachen machen und im Notfall bohrt man da halt. Und keine Blutdruckmessung am Shuntarm oder keine festen, irgendwelche ganz festen Verbände möglichst auslassen. Also auch wenn ihr vielleicht, der Patient hat sich den Arm gebrochen und hat hier aber seinen Oberarmschand auch, dann nicht unbedingt eine ganz feste Schiene drumherum legen, weil wenn man den Schand eine Weile lang komprimiert, dann thrombosiert der zu und dann ist er verschlossen und das ist für den Patienten wirklich ein Riesenmist. Okay, ja, also zusammengefasst, Schand nicht reinstechen, nicht draufdrücken, am besten einfach in Ruhe lassen, außer er blutet, dann draufdrücken mit einer gewissen Vorsicht. Korrekt. Okay, sehr gut. Schand, rohes Ei. Ja, genau. Rohes Ei. Und Lebensversicherung für den Patienten. Wenn der weg ist, oh yeah, ist der Patient. Naja. Apropos weg sein. Es gibt ja noch andere Notfälle bei Dialysepatienten. Was fällt dir da so ein? Womit kommen die häufig? Genau, also die häufigsten Notfälle letztlich beim Dialysepatienten ist die Hyperkalämie. Wie stellt sich das dar? Ganz häufig Sonntag. Abend oder Sonntagnacht oder manchmal auch Montagnacht. Nach einem leckeren Bananenkuchen. Genau, nach einem leckeren Bananenkuchen, schön Kirschen gegessen noch, kommt der Patient und hat auf einmal eine Hyperkalämie, die sich gewaschen hat. Warum übrigens Sonntagabend ganz häufig? Weil es das lange Dialyseintervall dann ist. Ne? Der Patient hat am Freitag das letzte Mal dialysiert, wird am Montag wieder dialysieren. Längster Zeitraum zwischen zwei Dialysen, langes Dialyseintervall. Montag oder Sonntagabend sind da so die Klassiker. Und der Patient kommt dann rein oder kommt gar nicht mehr rein, sondern synkopiert und dann fällt euch im EKG eine Hyperkalämie auf oder zumindest ein hochgradiger Verdacht. Was sind denn das? Zeltförmige Ts sind das. Das sind bei schweren Hyperkalämien breite Kammerkomplexe. Mhm. Oder richtig ganz, ganz schwere sind dann schon so richtig sinuswellenartig. Das ist dann aber im Rahmen meistens von einer Reanimation. Ne? Genau. Und aber auch häufig sind eben einfach ventrikuläre Ereignisse, also Couplets, Triplets, mal eine kurze VT. Das kann eben auch ein Zeichen dafür sein, dass da irgendwas mit den Elektrolyten nicht so ganz passt. Und wie misst man das? Zack, BGA und fertig. Genau, das ist dann der Punkt, wo man mit dem Verdacht relativ schnell in die Klinik muss und wo auch in der Klinik relativ schnell da eine oder sehr, sehr schnell eine BGA-Kontrolle gemacht werden muss. Häufig auch arteriell, oder? Gerade wenn er schlechte Gefäße hat. Ja. Und bevor man ewig lang staut, braucht er auch eine arterielle. Genau. Jetzt muss man aber eins sagen. Und zwar, wenn man so mit den Nephrologen spricht, die das jeden Tag machen, die ärgern sich eigentlich ein bisschen darüber über die ERC-Guidelines, wo drin ja dann steht, schnell Insulin, Glucose und so weiter. Das ist für einen Dialysepatienten, der jetzt nicht eine ganz vital bedrohliche Rhythmusstörung hat, ist das oft das Falsche. Warum? Weil man will das Kalium möglichst schnell aus dem Körper bekommen. Wie macht man das? Durch eine Dialyse. Und wenn man, wie wir zum Beispiel im Klinikum Nürnberg, haben wir den Luxus, dass wir gleich neben der Notaufnahme eigentlich die Dialyse haben. Mhm. Das heißt, wenn zu uns jetzt ein Patient kommt und der hat eine Hyperkalämie, die jetzt nicht auf der Stelle behandelt werden muss, sondern die auch ruhig noch eine Stunde warten kann, die einfach numerisch sehr hoch ist, 6,5, aber das EKG ist jetzt nicht vollkommen schlecht, sondern das EKG ist noch eher normal, das haben Dialysepatienten oft, dann bitte, bitte nicht shiften, sondern mit dem Dialysearzt schnell telefonieren und fragen, weil wenn ihr das ganze Kalium in die Zelle reinschiftet, dann kann man es später nicht mehr aus dem Blut rauswaschen und ihr macht den Patienten damit das Leben schwerer, weil... Und dem Dialysearzt. Und dem Dialysearzt, weil der Patient geht schnell an die Akutdialyse, dialysiert dann 2 Stunden, hat ein normales Kalium, dann hört man die Dialyse auf und 5-6 Stunden später kommt der Rebound, das intrazelläre Kalium ist wieder im Blut und der hat wieder ein hohes Kalium und das muss nicht sein. Da muss man jetzt sagen, shiften, das macht man vor allem mit Insulinglucose oder beziehungsweise mit Insulin, ja, Insulin shiftet das Kalium intrazellulär oder zum Beispiel Beta-Mimetika, ja, das sind die, oder die shiften. Und Nabic auch. Und okay, von mir aus, aber das Calcium, das wir geben in der bedrohlichen Hyperkalämie. Und Calcium ist auch... Es macht auch kein Shift, sondern macht stabilisiert die Zellen. Genau, oder? Und das ist genau das Richtige, wenn der Patient jetzt Rhythmusstörungen hat, aber nicht in einer akuten Lebensgefahr ist, weil dann darf man natürlich auch shiften, dann darf man alles machen, um das Kalium irgendwie runterzukommen. Genau, damit er überhaupt mal lebend Richtung Dialyse kommt. Cool. Ja. Okay, also Hyperkalämie aufpassen, dran denken, gerade wenn der irgendwelche Rhythmusereignisse hat, irgendwelche Kollapsereignisse, allgemeines reduziertes Wohlbefinden, auffällige EKGs, spitze Ts, breite Komplexe.
dann schnell ins Dialysezentrum oder in ein Krankenhaus, das dialysieren kann. Genau. Und schnell ein Gas, wo man das Kalium sieht. Und da hast du was Lustiges gesagt, da muss ich jetzt gerade dran denken. Es ist ja häufig so, dass man Hyperkalämien sieht, irgendwie 6,5, und man denkt sich, das passt überhaupt nicht zum Patienten. Und dann stellt man fest, gerade bei Dialysepatienten, die haben ja häufig schwierige Venenverhältnisse, da hat man einfach ewig gestaut. Also dann wirklich einfach nochmal eine Kontrollabnahme machen, sonst macht ihr euch nämlich zum Affen, wenn ihr den Patienten mit Venenfahren auf die Dialyse schickt oder zur Dialyse schickt, und da macht dann der Arzt Kontrollabnahme und dann ist das Kalium doch nur 4,3. Okay. Also, dran denken, ja. Noch Notfälle. Was, also, wenn die Niere kaputt wird, werden Stück für Stück auch die anderen Gefäße oder Gefäße im Körper kaputt. Das heißt, die haben vermehrt Schlaganfälle, die haben vermehrt Herzinfarkte. Aber das ist jetzt was wir heute jetzt... Also, man weiß einfach, dass Patienten mit Dialyse höhere Risiken für Gefäßerkrankungen haben, kardiovaskuläre Ereignisse. Für Gefäße und für Gefäßerkrankungen, genau, aller Art, PFVK, also alles, was du schon gesagt hast, Herzinfarkt, KHK und so weiter, alle Ks. Und zusätzlich haben die aber auch noch einen verschlechterten Immunstatus, das heißt, durch den häufig chronisch erhöhten Harnstoff und die Uremie ist auch das Immunsystem kompromittiert, auch noch andere Einflüsse spielen damit rein. Das heißt, auch daran denken. Aber was die noch viel häufiger haben, ist der Patient, auch wieder Sonntagabend, ne, sagt, oh, am Wochenende war es so heiß, da habe ich mir schön hier 4 Liter von der Bowle gegönnt, die meine Frau gemacht hat. So, kennst du diese Leute? Die sagen, ich lasse mir von keinem vorschreiben, wie viel Wasser ich zu trinken habe. Ja, genau. Die kommen dann rein und die haben dann einen Blutdruck von 190 zu, haben fette Beinödeme und brodeln über der Lunge. Jeder kennt die Patienten, oder? Hypertensives, hypervolemes Lungenödem. Zack, zerab. So ist es, genau. Und was macht man mit den Patienten? Letztlich genau dasselbe wie mit den Patienten, die normales Lungenödem haben, rein kardiales Lungenödem, ohne Dialysepflichtigkeit. Aber wenn die keine Restausscheidung mehr haben, dann sollte man an eins denken. Dann könnt ihr euch das Furosemid sparen. Genau. Denn ihr werdet dann auch mit 5 Gramm Furosemid keinen Tropfen Urin aus der Blase rausbekommen. Das heißt, fragt vorher mal nach, haben Sie Restausscheidung? Wenn der Patient sagt, ja, er hat Restausscheidung, dann fragt mal nach, wie viel Diuretika nehmen Sie denn? Und wenn der jetzt sagt, er nimmt morgens 120 Milligramm Furosemid, das kann mal sein bei Dialysepatienten, um die Restausscheidung irgendwie zu erhalten, dann lohnt es sich auch nicht, da jetzt mit 20 Milligramm Furosemid loszulegen, sondern dann nimmt man einfach diese Dosis und gibt die dem Patienten nochmal zusätzlich in der Hoffnung. Aber vor allen Dingen brauchen die Patienten eine Blutdrucksenkung, vor allen Dingen Nitrate bieten sich da an und eine nicht-invasive Beatmung. Und dann wieder, was braucht der Dialysepatient? Die Dialyse. Ja, das heißt, man kann ihn dann genifft mit einer Blutdruckkontrolle zur Dialyse hinfahren, und sobald man 1-2 Liter aus dem rausgezogen hat, häufig reicht der 1. Liter, dann kann man die wieder von der NIF entwöhnen und dann ist der Blutdruck auch wieder top und dann passt's. Okay. Philipp, gibt es noch irgendwelche Notfälle? Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon irgendwie ganz gut durch. Ja, eine Sache gibt es noch. Es gibt Patienten in der Uremie, die haben uremisches Koma, aber die haben auch mal einen uremischen Perikarderguss. Wenn ihr den mal sehen solltet, das sind häufig Ergüsse, wo eben auch die auch hämorrhagisch mit hämorrhagischer Beteiligung sind. Das heißt, die muss man dann häufig auch mal punktieren, eine Drainage reinlegen, muss gucken, ob das... Das wird man jetzt erst im Echo sehen in der Notaufnahme, ne? Genau, ob das koagulierte Blut rauskommt. Aber wenn ihr mal in der Notaufnahme im Echo das eben seht, denkt damit dran, uremischer Erguss, auch nicht ganz so selten. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein? Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Nee, also wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man die Patienten mit einer gehörigen Portion Vorsicht betrachtet. Das sind einfach Zeitbomben. Ja? Also in dem Moment, wo die Niere kaputt ist, auch mit bester Dialyse, können nicht alle Funktionen von der Niere erfüllt werden. Und wie der Nephrologe weiß, ist die Niere ja ein fantastisches Organ, das ganz viel Einfluss auf unseren Körper hat. Und eben vor allem auch, was kardiovaskuläre Ereignisse, diese ganzen Zusatzerkrankungen betrifft, haben die einfach viel, 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 viel mehr. Und die muss man auch ernster nehmen. Das sind auch selten Patienten, die man mal so locker daheim lässt, weil das eh schon nichts ist. Denn die Dialysepatienten, die sind krank. Dialysepatienten sind einfach schwerstkranke Menschen, genau. Und man muss sich immer auch vor Augen führen, ein Dialysepatient, der braucht eine Dialyse.
Das heißt, je nachdem, wo man jetzt arbeitet, irgendwo in einem Landkreis, wo 50 Kilometer in die eine Richtung das eine Krankenhaus ist und 50 Kilometer in die andere Richtung das andere Krankenhaus und nur eins von beiden hat Dialyse, dann macht es Sinn, das Dialysezentrum anzufahren oder zumindest Rücksprache mit denen zu halten, wenn es vielleicht die andere Fachrichtung, die der Patient auch jetzt gerade nicht gibt. Aber ja, in diesem Sinne, Philipp, vielen Dank für die ganzen Unfälle zum Thema Dialyse. Ich will noch eins loswerden. Echt? Geht ganz schnell. Ich will nämlich den Leuten danken, die mir auf der nephrologischen Intensivstation so viele Sachen beigebracht haben und die tatsächlich auch das Paper, was ich in den Shownotes verlinkt habe, geschrieben haben. Das ist der Thomas Schrauzer vor allen Dingen, aber auch Jens Nentwich. Die haben mir ganz, ganz viel beigebracht über Dialyse. Ich möchte mich bei denen bedanken. Und wenn ihr mal Fragen habt, dann ruft die einfach an. Die werden sich wahrscheinlich eher nicht freuen. Schreibt einfach uns und dann leiten wir das gleich weiter. Ja, genau. Toll, die werden sich freuen. Okay, also vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, meldet es euch. Bitte gerne teilen und liken, den YouTube-Kanal abonnieren, wenn man kein Video verpassen möchte. Dann gibt es da unten, ungefähr so auf Philipps linker Brustwarzenhöhe, ich hol's mal raus. Ja, genau, eine Glocke, wenn man die anklickt, dann kommen die Videos immer. Und sonst gibt es uns auf WhatsApp, im Web und auf Facebook und so weiter und so fort. Wir freuen uns über alle Kommentare. Und eure Erfahrungen, gerne auch Stories mit Dialysepatienten, da gibt es ja immer ganz lustige. Und bis zum nächsten Mal. Weiterleiten, weitersagen, Werbung machen, tschüss. Ciao.